Blond und sonnengegerbt, Dieter Bohlen beim Dreh für sein neues Video in Wien. Deutschlands erfolgreichster Komponist hat sich in den letzten Jahren eigentlich kaum verändert. Auch der Inhalt seines Songs Only With You klingt irgendwie bekannt. Ja, es ist wie schon so oft eine Liebesgeschichte, eine unerfüllte, also eigentlich darum, ich habe ein neues Mädchen kennengelernt und dass eigentlich mein Leben nur noch mit ihr eigentlich einen Sinn hat und wenn sie eben nicht da ist und so, dass es mir da relativ schlecht gehen würde. Bewährte Themen, bewährter Blue System Sound. Doch etwas ist anders diesmal. Die Fans sollen mit fesselnden Sexspielchen bei der Stange gehalten werden. Ja, es geht also so ein bisschen so in Heavy Sadomaso-Bereich, aber nur so angedeutet. Also Topmodel Marila Üssey spielt dabei die Domina für Dieter Bohlen. Sie hat bereits im letzten Clip Laila für ihn gearbeitet. Ja, die heißt nicht Laila, sondern Marie. Und ist ein super Model aus Paris, kommt die. Letztes Mal haben wir unheimlich viele Frauen gecastet. Also die müssen sich dann da vorstellen und so weiter und vorsprechen und tanzen. Und Marie, die haben wir letztes Mal eben gefunden. Und die ist tierisch gut angekommen bei dem Laila-Video. Und deshalb macht die bei diesem Video auch wieder mit. Weil ich habe unheimlich viele Briefe gekriegt, wer ist das, was macht die sonst und so weiter. Hat Dieter eigentlich privat was für die schwarze Schönheit übrig? Nee, das ist also, wie man sich in so einem Video oder auch wie ein Verhältnis jetzt auch unter Musikern oder so, die macht eben das Video und so und ich mag die ganz gern, sonst hätte ich sie ja nicht nochmal gebuckt. Und ich glaube schon, dass sie das einfach optimal gemacht hat, aber das ist jetzt nichts Privates. Also. Steht Marie wenigstens auf Dieter? No, complètement professionnel. Unser Verhältnis ist rein beruflich. Wir sehen uns lediglich bei der Arbeit. Dabei kennt Marie bei der Arbeit keinerlei Tabus. Ich glaube, es gibt Menschen, die leben das täglich aus. Warum also sollte man das nicht in einem Video zeigen? Warum das verstecken? Einige Personen wird es schockieren, andere werden es mögen. Das war ja schon bei Modern Talking so. Entweder man liebt es oder man hasst es. Da hat sich für Dieter Bohlen letztendlich doch nicht viel geändert.